Am 21. Juni 2014 sorgte die erste Fête de la Musique in Gera für volle Straßen. Das Straßenmusikfest, dessen traditioneller Ursprung im Frankreich der 80er Jahre liegt, begeisterte Jung und Alt gleichermaßen. Hauptverantwortlich für die Planung und Durchführung ist Lothar Hoffmann, Vorsitzender des Vereins Musik für Gera, dessen Mitglieder mit der ehrenamtlichen Vorbereitung der nächsten Fête beschäftigt sind. Doch neben der Vereinsarbeit ist ein Internetauftritt unabdinglich. Der Gera Computerdienst ADRAC erstellte die Website, über die Musiker auch über die Landesgrenzen hinaus auf das Musikfest aufmerksam werden und sich direkt zur Teilnahme anmelden können. Gäste, Interessierte und Unterstützer werden mit regelmäßig aktualisierten Informationen auf dem Laufenden gehalten. Der Köstritzer Unternehmerverein kürt jährlich in drei Kategorien, Business, Private und Vereine, Internetseiten mit dem Rap Award. Diese Seiten gehen besonders auf die modernen Nutzeranforderungen ein. Im Bad Köstritzer Palais wurden anlässlich des Neujahrsempfangs des Unternehmervereins die Auszeichnungen des Web Awards bekannt gegeben. In der Kategorie Business konnte sich die Website der Fête de la Musique Gera sowohl im öffentlichen Voting als auch in der Jurywertung behaupten. In feierlicher Atmosphäre wurde der gläserne Wanderpokal Jörg Philips übergeben, der die Website nach den Wünschen des Vereins Musik für Gera gestaltet hat. Auch Lothar Hoffmann fühlt sich bestätigt, dass die hier von ihm ins Leben gerufene Fête de la Musique multimedialen Anklang findet. Somit steht das kommende Straßenmusikfest schon jetzt unter einem guten Stern.